Man sieht es auf jedem Foto. Das 19. Jahrhundert war noch überhaupt nicht reif für die Erfindung der Fotografie. Erst der Kapitalismus hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Er hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge. Er hat ganz andere Wunder vollbracht als ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen. Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung von Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegrafen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen. Welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten? Naturverbundenheit bei Schubert, der bereits 1828 gestorben ist, ist schon eine frühe Gegenbewegung zur Industrialisierung. Der Wanderer wandert, nein, er stapft nicht, er rennt weg von den Fabrikschloten. Die hämmernde Begleitung im Klavier hat schon ganz deutlich maschinellen Charakter. Vom Wasser haben wir viel gelernt, vom Wasser. Das Wasser, das die Grundlage für die Dampfmaschine bildet. Hier sehnt man sich zurück nach seinem fließenden Zustand statt des Dampfenden. Das sehen wir aus den Rädern, auf den Rädern. Das sehen wir aus den Rädern, auf den Rädern. Die haben nicht gerne Stille steht, wie sich mein Tag nicht müde dreht. Die Räder. Der Wanderer hat schon längst die Bewegungsgesetze der Maschine übernommen. Wandern geht, wenn überhaupt, nur noch in der Struktur der Räder, des Getriebes, der Drehung um die Achse. Und so dreht sich die maschinenhafte Begleitung Schuberts axial. Ich
Die Steine, selbst sie werden noch idealisiert. Die dumpfe Materie, sie sind der natürliche Widerstand, unter dem der Mensch längst gebrochen ist. Und schlussendlich steht da das Proletariat gegen das Kapital. Der Meister, von dem man sich die Freiheit erbitten muss. Deutlicher geht's nicht mehr. Wo wandern, wandern meine Lust-O-Vater? Bei den Volksliedbearbeitungen von Brahms wird es dann endgültig irreal. Er nahm alte Volksweisen, teilweise und gerne uralte, änderte die Melodien fast gar nicht, brachte sie nur behutsam in ein zeitgenössisches Metrum und gab ihnen eine pastose, aquarellartige Klavierbegleitung. Zunächst wollte er sogar nicht mal seinen eigenen Namen als Autor dazu gedruckt wissen. Die Zartheit der Klavierbegleitung, die Brahms dem Volkslied unterlegte, zeugt ex negativo von dem Qualm und von dem Lärm der Fabriken. Alles, was hier an Naturidylle besungen wird, die Waldvöglein, das Hahnenkrähen, die Nachtigall, die Sternlein, das Morgenrot, all das ist entrückt. Liedes Wach auf, meins Herzens Schöne, seine Strophen wird das Klavier immer fluider. Die Harmonien der Begleitung immer gebrochener. Die Dissonanzen in den instrumentalen Zwischenteilen finden kaum noch zu einer Auflösung, werden falsch nach oben statt nach unten in die Konsonanz geführt oder lösen sich nur die nächste Dissonanz auf. Also es bleibt bei einer latenten Anspannung. Das Volk, das dieses Volksliedgut geprägt hat, in der guten alten Mittelalterzeit steht nicht mehr mit dem Hahnenschrei auf, sondern mit der Fabrikpfeife. Erlebt die Flure aus der Eisenbahn heraus und einen Weg daraus hinaus gibt es nicht mehr. Chopin selbst war, so
berichtet, ein Fan von Gadgets, technischen Neuerungen. Der Virtuose selbst war eine Marke einer umreißenden Exportartikel. Da war ein gewaltiger Markt dafür. Und zugleich ist es die Sublimierung all der Leidenschaft, all der angestauten politischen Energie, die sich in diesem monströsen Bus austobt, während das Publikum gefesselt auf den Stühlen sitzt. Die Epoche der romantischen Musik wird gemeinhin mit dem 19. Jahrhundert gleichgesetzt. Von Schubert, dessen früheste Kompositionen um 1814 entstanden, bis Mahler, der 1911 starb. Romantik, das ist die Gegenbewegung zur Aufklärung, zur Rationalität des deutschen Idealismus von Kant, Schelling und Hegel, auch Gegenbewegung zum Revolutionsgebaren aus Frankreich und zur expansiven Politik Napoleons. Die Geburt der Romantik ist der Wiener Kongress, der Beginn des Biedermeier, und nicht nur Komponisten wie Schubert, Mendelssohn und Schumann sind typisch für introvertierten, häuslichen Biedermeier. Auch die Musik von Brahms ist noch irgendwie ein weit verlängerter Biedermeier. Dabei änderte sich um die Jahrhundertmitte ungemein viel. Die Revolution von 1848, Darwins Lehre, die nun auch Deutschland erfassende Industrialisierung und entsprechend das Aufkommen des Sozialismus. Bis hin zu den deutschen Kriegen, die zur Gründung des Kaiserreichs 1871 führten und ein neues Zeitalter des Imperialismus einläuteten. Thank you.
Musik ist in der Musik nicht so leicht zu sehen. Sicherlich, es gibt auch im 19. Jahrhundert technischen Fortschritt in der Musik. Der moderne Konzertflügel zum Beispiel, das große Orchester, die Saalakustik oder auch die Bühnenbeleuchtung im Festspielhaus in Bayreuth. Aber gerade diese Verlagerung nach Bayreuth, fern der industriellen Zentren, diese Themen von Liebestod, religiöser Erlösung, in dieser mythisch-mittelalterlichen Märchenwelt bei Wagner, das sind urromantische Motive. Und Nietzsche hat Wagner dafür dann auch kritisiert. Umgekehrt, will man Marx verstehen, muss man ihn aus seiner Zeit heraus verstehen, das heißt, aus der Zeit der Romantik. Marx ist als Zeitgenosse Romantiker. Er war nur 5 Jahre jünger als Wagner. Dieser Zwiespalt des 19. Jahrhunderts zwischen einem Jahrhundert der Romantik und einem Jahrhundert der aufkeimenden Moderne ist exemplarisch dokumentiert in den Fotos. Die Erfindung der Fotografie 1831 kam viel zu früh, mitten im Biedermeier, in dieser Zeit der Einkehr ins Häusliche, ins Innerliche, in die Natur, in Seelenheil, in verklärte Mittelalter, Aura. Platzt diese genuin moderne Erfindung, deren akustisches Pendant, die Schallaufzeichnung, erst 60 Jahre später erfunden wird. Anhand der Fotografie soll in diesem szenischen Essay der Umbruch und Widerspruch assoziativ, atmosphärisch und kollagierend beleuchtet werden. Das Wesen von Musik, Romantik und Industrialisierung. Wagner und Marx stehen exemplarisch für diesen Umbruch. Niemand lächelt auf Fotos im 19. Jahrhundert. Die Fotografie hat sich nie wieder davon erholt, dass die Idioten im 19. Jahrhundert gesagt haben, jetzt würde die objektive Wahrheit abgebildet. Das akustische Pendant zur Fotografie, die Schallaufzeichnung, wurde 60 Jahre später erfunden. Die Fotografie machte die Porträtisten für immer arbeitslos. Der produktive Druck, den die Fotografie auf die Kunstmalerei ausübte, fehlte der Musik. Man könnte höchstens sagen, um im Bild zu bleiben, dass das Notenblatt mit dem Klavierauszug aus der Arie, der gerade angesagten Oper, das MP3 des 19. Jahrhunderts war. Die Fotografie, das ist die Industrialisierung der Romantik. Von Mendelssohn gibt es kein einziges Foto. Von Chopin, deren 2, von Schumann immerhin schon 5, von Wagner gibt es 57 Fotos.
Ein Schuh aus Althochdeutsch Skur hieß wohl von Indogermanisch Skoi, bedecken, umhüllen. Ist eine Fußbekleidung mit einer stets mit dem Oberteil verbundenen festen Unterlage aus Leder, Holz, Gummi oder Kunststoff, die primär dem Schutz der Fußsohle dient. Neben seiner reinen Schutzfunktion und der für viele Träger auch wichtigen Modefunktion hat der Schuh von jeher auch etwas mit dem gesellschaftlichen Status oder der Gruppenzugehörigkeit des Trägers zu tun. Im alten Ägypten durften nur Pharaonen Sandalen aus Gold oder Silberblech tragen und nur hohe Beamte und Priester überhaupt Sandalen. Das Volk ging barfuß. Im Mittelalter sagte die Länge der Schuhspitze bei den damals modernen Schnabelschuhen etwas über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand aus. Seit dem ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert symbolisieren die mit gehobener Businesskleidung kombinierten hochwertigen Herrenschuhe aus feinem Kalbsoberleder, dass ihr Träger keine körperliche Arbeit verrichtet, dem Establishment angehört, sich solche Schuhe zu leisten vermag und den feinsinnigen Dingen des Lebens Aufmerksamkeit schenkt. In verschiedenen Jugendkulturen sind bestimmte Schuhe äußeres Erkennungszeichen der Gruppenzugehörigkeit. Vor allem die Schuhmarke erzeugt Distinktionsgewinn. Es gibt keine einheitliche Regelung, nach welchen Kriterien Schuhe zu kategorisieren seien, da sich die jeweils damit verfolgten Zwecke unterscheiden. Gebräuchlich sind beispielsweise Unterteilungen nach Einsatzzweck, Straßenschuh, Sportschuh, Tanzschuh, Hausschuh, Wanderschuh und so weiter. Schuhform, Halbschuh, Stiefel, Schaftstiefel, Langschaftstiefel, Sandale, Pantolette und Pantoffel. Schuhmodell, Pumps, Hutschuh, Sneaker, Gummistiefel und so weiter. Schuhverschluss, Spangenschuh, Reißverschlussschuh, Monkstrap, Schnürschuh, Schlupfschuh. Schaftschnitt, Oxford, Derby, Kreuzsandale, Kopfschnitt und so weiter. Funktion, Sommerschuh, Winterschuh, Abendschuh und so weiter. Geschlecht des Trägers, Damenschuh, Herrenschuh und Kinderschuh. 80% aller deutschen Schuhimporte stammen aus Asien. Deren Einkaufspreis liegt im Durchschnitt bei 12 Euro. Der Durchschnittshaushalt in Deutschland gibt etwa 20 Euro pro Monat für Schuhe aus. Soweit Wikipedia über Schuhe. In der Romantik gibt es prominente Komponisten, Beispiele, die das Fußbekleidungsgewerbe in ihrem Namen führen. Schubert und Schumann. Die Ware, so geht der berühmte Passus, scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, alltägliches Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Durch dies quid pro quo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich, übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. So stellt sich der Lichteindruck eines Dings auf den Sehnerv nicht als subjektiver Reiz des Sehnervs selbst, sondern als gegenständliche Form eines Dings außerhalb des Auges dar. Aber beim Sehen wird wirklich Licht von einem Ding, dem äußeren Gegenstand, auf ein anderes Ding, das Auge, geworfen. Es ist ein physisches Verhältnis zwischen physischen Dingen. Dagegen hat die Warenform das Wertverhältnis, der gegen die Warenform und das Wertverhältnis der Arbeitsprodukte, wo sie sich darstellt, mit ihrer physischen Natur und den daraus entspringenden dinglichen Beziehungen gar nichts zu schaffen. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes, mit eigenem Leben begabte,
untereinander und mit den Menschen im Verhältnis stehende, selbstständige Gestalten. So in der Produktion der Waren, die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Instrumentenmacher ist. Der Arbeiter soll sich hier nach dem treffenden Ausdruck der Alten nur als Instrumentum vocale, von dem Tier als Instrumentum semivocale und dem toten Arbeitszeug als Instrumentum mutum unterscheiden. Das Mastvieh fungiert im Produktionsprozess als Rohmaterial, nicht als Instrument, wie das Arbeitsvieh. Diese Warenmasse ist unproduktiv verzehrt für den Arbeiter, außer soweit sie seine Arbeitskraft, also ein unentbehrliches Instrument des Kapitalisten, wirkungsfähig erhält. Ein Musikdirektor. Man braucht durchaus nicht Eigentümer der Instrumente des Orchesters zu sein. Noch gehört es zu seiner Funktion als Dirigent, dass er irgendetwas mit dem Lohn der übrigen Musikanten zu tun hat. Dieselben Geldstücke können als Instrument für eine beliebige Anzahl von Depositen dienen. Ein Instrument, eine Maschine, ein Fabrikgebäude, ein Gefäß und so weiter.
dienen ihrem Arbeitsprozess nur, solange sie ihre ursprüngliche Gestalt bewahren und morgen wieder in eben derselben Form in den Arbeitsprozess eingehen wie gestern. Von gesellschaftlichem Standpunkt ist also die Arbeiterklasse auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsprozesses ebenso sehr Zubehör des Kapitals als das tote Arbeitsinstrument. A fourth part, it may perhaps be thought, is necessary for replacing the stock of the farmer or for compensating the wear and tear of his laboring cattle and other instruments of husbandry. But it must be considered that the price of any instrument of husbandry, such as a laboring horse, is itself made up of the same three parts. Privateigentümer seiner von ihm selbst gehandhabten Arbeitsbedingungen ist der Bauer des Ackers, den er bestellt, der Handwerker des Instruments, worauf er als Virtuose spielt. Geld ist das Instrument, um Kapital zu erhalten. Dies ist eben die Verkehrtheit, es als Instrument zu fassen. Es ist Form des Kapitals. Mit einem Teil seiner vielen instrumentbewaffneten Hände zieht der aus den Detailarbeiten kombinierte Gesamtarbeiter den Draht. Nietzsche kontra Wagner. Schon im Sommer 1876, mitten in der Zeit der ersten Festspiele, nahm ich bei mir von Wagner Abschied. Typisches Telegramm aus Bayreuth, bereits bereut. Ich vertrage nichts Zweideutiges. Seitdem Wagner in Deutschland war, kondeszendierte er Schritt für Schritt zu allem, was ich verachte, selbst zum Antisemitismus. Es war in der Tat damals die höchste Zeit, Abschied zu nehmen. Alsbald schon bekam ich den Beweis dafür. Richard Wagner, scheinbar der siegreichste, in Wahrheit ein morsch gewordener, verzweifelnder Dekadent, sank plötzlich, hilflos und zerbrochen, vor dem christlichen Kreuze nieder. Das Gemeinsame zwischen Wagner und den anderen, ich zähle es auf. Der Niedergang der organisierenden Kraft, der Missbrauch überlieferter Mittel, ohne das rechtfertigende Vermögen, das zum Zweck. Die Falschmünzerei in der Nachbildung großer Formen, für die heute niemand stark, stolz, selbstgewiss, gesund genug ist. Die Überlebendigkeit im Kleinsten, der Affekt um jeden Preis, das Raffinement als Ausdruck des verarmten Lebens, immer mehr Nerven anstelle des Fleisches. Mein größtes Erlebnis war eine Genesung. Wagner gehörte bloß zu meinen Krankheiten. Nicht, dass ich gegen diese Krankheit undankbar sein möchte. Wenn ich mit dieser Schrift den Satz aufrecht halte, dass Wagner schädlich ist, so will ich nicht weniger aufrecht halten, wem er trotzdem unentbehrlich ist, dem Philosophen. Sonst kann man vielleicht ohne Wagner auskommen, dem Philosophen aber steht es nicht frei, Wagners zu entraten. Er hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein, dazu muss er deren bestes Wissen haben. Aber wo fände er für das Labyrinth der modernen Seele einen eingeweihteren Führer, einen beräteren Seelenkündiger als Wagner? Durch Wagner redet die Modernität ihre intimste Sprache. Sie verbirgt weder ihr Gutes noch ihr Böses. Sie hat alle Scham vor sich verlernt. Und umgekehrt. Man hat beinahe eine Abrechnung über den Wert des Modernen gemacht, wenn man über Gut und Böse bei Wagner mit sich im Klaren ist. Ich verstehe es vollkommen, wenn heute ein Musiker sagt, ich hasse Wagner, aber ich halte keine andere Musik mehr aus. Ich würde aber auch einen Philosophen verstehen, der erklärte, Wagner resümiert die Modernität, es hilft nichts, man muss erst Wagnerianer sein.
nur in der Vereinigung aller Kunstarten zum gemeinsamen Kunstwerke vollkommen genügen. In jeder Vereinzelung seiner künstlerischen Fähigkeiten ist er unfrei, nicht vollständig das, was er sein kann. Wogegen er im gemeinsamen Kunstwerke frei und vollständig das ist, was er sein kann. Das wahre Streben der Kunst ist daher das Allumfassende. Jeder vom wahren Kunsttriebe Beseelte will durch die höchste Entwicklung seiner besonderen Fähigkeit nicht die Verherrlichung dieser besonderen Fähigkeit, sondern die Verherrlichung des Menschen in der Kunst überhaupt erreichen. Das höchste gemeinsame Kunstwerk ist das Drama. Nach seiner möglichen Fülle kann es nur vorhanden sein, wenn in ihm jede Kunstart in ihrer höchsten Fülle vorhanden ist. Den Philosophen steht es nicht frei, Konzeptualismus zu entraten. Er hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein. Dazu muss er deren bestes Wissen haben. Aber wo fände er für das Labyrinth der modernen Seele einen eingeweihteren Führer, einen beräteren Seelenkündiger als den Konzeptualismus? Durch Konzeptualismus redet die Modernität ihre intimste Sprache. Sie verbirgt weder ihr Gutes noch ihr Böses. Sie hat alle Scham vor sich verlernt. Und umgekehrt, man hat beinahe eine Abrechnung über den Wert des Modernen gemacht, wenn man über Gut und Böse beim Konzeptualismus mit sich im Klaren ist. Ich verstehe es vollkommen, wenn heute ein Musiker sagt, ich hasse Konzeptualismus, aber ich halte keine andere Musik mehr aus. Ich würde aber auch einen Philosophen verstehen, der erklärte, Konzeptualismus resümiert die Modernität. Es hilft nichts. Man muss erst Konzeptualist sein. Das wahre Drama ist nur denkbar als aus dem gemeinsamen Drange aller Künste zur unmittelbarsten Mitteilung an eine gemeinsame Öffentlichkeit hervorgehend. Jede einzelne Kunstart vermag der gemeinsamen Öffentlichkeit zum vollen Verständnis nur durch gemeinsame Mitteilung mit den übrigen Kunstarten im Traum an sich zu erschließen, denn die Absicht jeder einzelnen Kunstart wird nur entgegen.
Auffällig, wie viele Spielfilme der Stummfilmzeit und gerade die großen Spielfilme im 19. Jahrhundert spielen. Das Kabinett des Dr. Caligari, der Student aus Prag, Nosferatu, Goldrausch. Mit dem neuen Medium musste das 20. Jahrhundert erstmal das alte 19. Jahrhundert verdauen. Wenn schon das 19. Jahrhundert fotografiert wurde, musste es nachträglich auch noch gefilmt werden. Auf diese Weise ist uns das 19. Jahrhundert noch quasi authentisch erhalten. So wie Wörter die Vergangenheit konservieren. Noch heute sprechen wir von Pferdestärken bei Autos. Lernen Sie eins mit den Pferdefuhrwerken verglichen. Auf dem Smartphone ist immer noch ein klassischer Telefonhörer abgebildet, obwohl man zum Abnehmen und Auflegen zwar drauftippt, aber nicht mehr einen Hörer auf der Gabel nimmt oder drauflegt. Achso, und eigentlich ist ein Smartphone ja eigentlich auch längst ein Taschencomputer, der nur unter vielen anderen Möglichkeiten auch Telefonieren anbietet. Die erste Filmbiografie, die es von Wagner gibt, wurde 1913 zu seinem 100. Geburtstag gedreht. Als das hier gefilmt wurde, haben noch viele Menschen gelebt, die Wagner persönlich kannten. Und sowieso, all diese Schauspieler kannten noch das 19. Jahrhundert. Fünf Minuten dauerte die Belichtungszeit Mitte des 19. Jahrhunderts, um ein Foto zu schießen. 5 Minuten stillhalten. 5 Minuten. 5 Minuten. Genauso lange wie das Rheingold-Vorspiel. Wegen das Rheingold-Vorspiel? 5 Minuten. Thank you.
gibt jetzt auch nichts schneller zu spielen. Professor Dr. Hartmut Reinhardt gibt es die Untersuchung, eine Tragödie von der erschütterndsten Wirkung Richard Wagners, Der Ring des Nibelungen, als Beitrag zur Dramatik des 19. Jahrhunderts. Daraus möchte ich jetzt das Kapitel Eine Konzeption aus der Revolution lesen. Um das Riesenwerk des Ring mit allen Erstreckungen, Verschiebungen und Verflechtungen gehörig aufzufassen, ist es unerlässlich, seine Genese zurückzuverfolgen in die Zeit der 1848er Revolution, als sich nach Jahrzehnten eine perhorrorisiert. Danke. Restauration in ganz Europa, der Aufstand gegen die herrschenden Feudalaristokratie mobilisierte, hat sich Wagner sofort involviert und in Wort und Tat aktiv partizipiert am Versuch, die Verhältnisse umzustürzen. Das Ausmaß seines revolutionären Engagements hat er später eher kaschiert. Was heißt denn kaschiert? Also versteckt. Hat er später eher versteckt und entschärft. Etwa durch die Darstellung der Ereignisse in seiner Autobiografie, mit der er schließlich vor seinem königlichen Mäzen Ludwig II. Ostensibel. Was heißt denn ostensibel? Ostensibel auftreten wollte. Fußnote, vergleiche Richard Wagner, Mein Leben, erste authentizistische Veröffentlichung, herausgegeben von Martin Gregorelli, München 1963. Seite 422 bis 430, 456 bis 481. Die Verlässlichkeit des Die Verlässlichkeit der kompromittierenden Äußerungen Wagners in Martin Gregor Dellens erzählerischer Monographie Richard Wagner, sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert. München, Zürich, 1980, Seite 199 bis Seite 276. Insbesondere Seite 234 bis Seite 241, Seite 256 bis Seite 276. Knapper referiert Rüdiger Krohn das Thema in den Hauptzügen Rüdiger Krohn, Richard Wagner und die Revolution 1848-49 in Ulrich Müller und Peter Wabnewski Herausgeber, Richard Wagner Handbuch, Stuttgart 1986, Seite 86 bis 100, Fußnoten Ende. Ostensibel bedeutet übrigens auffällig, demonstrativ. Weiter im Text. Ich wiederhole. Das Ausmaß seines revolutionären Engagements hat er später eher kaschiert und entschärft, etwa durch die Darstellung der Ereignisse in seiner Autobiografie, mit der er schließlich vor seinem königlichen Mäzen Ludwig II. Ostensibel auftreten wollte, oder durch das gezielte Weglassen der einschlägigen Revolutionstraktate und agitatorischen Gedichte wie Die Not 1849,
in der von ihm selbst besorgten Auswahl seiner Schriften. Wir sehen den königlichen Kapellmeister in den stürmischen Monaten bis zum 6. Mai 1849, als die herbeigerufenen preußischen Truppen die Aufständischen niederwarfen, jedenfalls in einem derartigen Aktivitätstaumel, dass man sich fragen muss, wie er sich noch auf seine Dirigate an der Hofoper hat konzentrieren und darüber hinaus in neue künstlerische Spekulationen und Werkpläne hat stürzen können. Wagner ist an den Barrikadenkämpfen beteiligt und muss nach dem Ende der Auseinandersetzungen steckbrieflich verfolgt, unter falschem Namen die Flucht antreten. Sie führt ihn nach Zürich in ein Exil, in dem er sich leben ließ. Dort entstehen jene Schriften, die Dresden-Erfahrungen reflektieren oder zu programmatischen Entwürfen neuer Kunstwerke weiterentwickeln. Darunter die Abhandlung Die Kunst und die Revolution 1849, die für, Zitat, das Drama, die Tragödie, Zitat Ende, Maß nimmt an den großen Beispielen der Antike und seine Neugeburt an die, Zitat, große Menschheitsrevolution, Zitat Ende, anschließt. Fußnote 8, Richard Wagner, gesammelte Schriften und Dichtungen, 10 Bände, herausgegeben von Wolfgang Golter, Berlin unter anderem ohne Jahreszahl, mit der von Wagner selbst vorgenommenen Textanordnung, erstmals 1871 bis 1883. Hier Band 3, Seite 28 folgende, fortan als Siegel GSD mit arabischen Band- und Seitenzahlen nachgewiesen. Fußnotenende. Seine Ehefrau Minna hat er 5 Tage nach dem Ende der Dresdner Erhebungen jedoch wissen lassen, er habe von den Vorgängen gelernt, dass er, Zitat, keineswegs ein eigentlicher Revolutionär, Zitat Ende, sei, weil ihn nicht, Zitat, das Zerstören, Zitat Ende, reize, die Conditio sine qua non einer erfolgreichen Revolution, sondern allein, Zitat, das Neugestalten, Zitat Ende, mit dem bündigen Fazit, Zitat, so scheide ich mich von der Revolution, Zitat Ende. Martha's Cox war am 19. August 1876, im Jahr der ersten Wagner-Festspiele in Bayreuth. Hier ist jetzt alles Zukunft, seine geschwommene Zukunftsmusik in Bayreuth. Fußnote, Max Engels, der Gewand, 34, Seite 25. Das Spiel an, auf Richard Wagners Schrift, das Kunstwerk der Zukunft. Ach, es ist angesichts der vorliegenden Zeugnisse kaum möglich, eine politische Motivation in der Wagen, das revolutionär ausmacht. Die Motive mischen sich und ändern sich auch. Scheint einmal ein anarchistisch-sozialrevolutionäres Kunstwerk zu denken. Ich bin mir Wagner bald wieder. Als ein Zukunftsverfechter, dass es noch nicht immer nur in einer Sache, sondern auch in der Denkstelle. Fußnote. Marx Engels Werke, Band 21, Seite 43. Fußnote. Ende. Max Engels Werke, Band 21, Seite 43. Fußnote, Ende. Fußnote, zu finden in der 1849 geschriebenen Abhandlung das Künstlertum der Zukunft. Vergleich, seit 2042 bis 2062. Hier sind 2045. Fußnoten, Ende. Ein gründliches Studium der neuen Lehre und vergleichbarer Konzepte hat offenbar nicht stattgefunden. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerung überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerung überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerung überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Schriften überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx
findet sich in Wagners Äußerungen auch nicht. Während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht. Während eine Beschäftigung mit Hegel, Name Marx, findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht. Während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx. Der Name Marx. Der Name Marx, nach meinen Informationen, findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Der Name Marx findet sich in Wagners Äußerungen überhaupt nicht, während eine Beschäftigung mit Hegel immerhin aktenkundig ist. Es gibt von Auguste Renoir ein Bildnis von alten Wagner. Dass es Fotos vom Romantiker Wagner gibt, kann ich ertragen. Aber ich wünschte, dieses impressionistische Gemälde von Wagner gäbe es nicht. Das ist ein unmöglicher Stilbruch. Das ist ein Sakrileg, eine Gemeinheit. Das hier ist nicht Wagner. Ceci n'est pas Wagner. Auch heute könnte man sagen, dass es eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gibt. Der technische Standard ist irgendwie nie identisch mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein. Einerseits rasen Daten immer vernetzter und auch ganz selbstverständlich durch die Welt, aber einen Impfstoff gegen AIDS gibt es immer noch nicht. Dschihadisten nutzten westliche Videokameras, um der westlichen Welt den Kampf anzusagen. Die Industrialisierung der Romantik, der entspricht vielleicht heute die Digitalisierung des Globus. 2013 veröffentlichten zwei britische Philosophen das Accelerationistische Manifest. Bei Wagner zum Beispiel auch solche Ideen wie den Orchestergraben, er hat das Orchester versteckt. Es ist eigentlich nicht so unähnlich so wie jetzt Apple auch die Technik in kleinen Kisten versteckt. Ja? Es hört sich viel von technischer Revolution, aber was ist eigentlich die Technik der Revolution? Das revolutionäre Subjekt, Johannes,
Ja. Wo ist das denn? Auch interessant, dass Wagner sich erst spät fotografieren lassen. Das ist 1860. Chopin hat sich schon 1846 fotografieren lassen. Max Zuckerberg. Derrida hat so Bücher geschrieben über Hegel, aber dann eigentlich nur die Briefe, die Hegel an seine Schwester geschrieben hat, angeschaut. Oder ein Buch über Marx, hat eigentlich nur alle Schriften von Marx danach angeschaut, ob das Wort Gespenster. Bringst du mir auch ein Bier mit? Ja. Nur wie Marx das Wort Gespenster verwendet. In dem Sinne würde ich mal halt mir die Fotografien von Wagner anschauen. Wie diese Ikonografie eigentlich von Wagner aussieht und wie sie dann auch nachgemacht wird, zum Beispiel in dieser Filmbiografie, in diesem Biopic. Anti-Intellektualismus ist mir fremd. Wer hat da geklatscht? Okay, machen wir ein Selfie jetzt hier. So, ich glaube, kann ich hier umsehen. Achso, aber hier ist der Fotograf. Also, er hat uns jetzt. Okay, wir haben. Was sind wir los? Das Kapital von Marx durchgelesen, immer wo Marx das Wort Instrument verwendet. Das ist ein schweres Buch, man wird davon irgendwie erschlagen. Das sind ja allein schon der erste Band, 1000 Seiten. Also muss man dieses Schwergewicht halt auch mal klang werden lassen, indem man es halt schmeißt. Habe ich irgendjemanden getroffen mit den Fotos? Hoffentlich nicht als, naja. Naja, so viel Aggression, finde ich, muss ein Publikum auch aushalten. Das selber fotografieren muss ich eigentlich gar nicht. Ich bin da nicht so, ich mag Film sehr, aber Foto ist irgendwie nicht so. Wenn ich da durchgucke, habe da kein Gefühl für recht. Die Kamera ist nur sein, die Kamera da. Ich muss sofort hier irgendwie das. Drei Fotos von dir. Ja. Vier. Ja. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, auch die Ansicht, dass es gibt ja Leute, die froh sind, zum Glück gab es noch nicht die Fotografie, als Shakespeare gelebt hat. Oder zum Glück gibt es keine Aufnahmen von Johann Sebastian Bach oder so. Man braucht irgendwie auch diese mythische Substanz, man braucht doch irgendwie dieses Grau oder so. Es wäre furchtbar, wenn es irgendwie jetzt von Cäsar einen Film gäbe. Es gibt ja angeblich eine Audioaufnahme von Cäsar. Was? Ja, es soll so eine Vase geben. Echt? Um die er immer rumgelaufen ist, während er im Senat sprach. Ach was. Und da soll durch einen Metallgegenstand, der durch seine Sprache in Schwingung versetzt worden ist, soll das dann so eingekratzt sein. Man kann das jetzt abspielen wie eine Schallplatte. Ach was. Ich kenne das. Es gab einen, im 19. Jahrhundert gab es so einen verrückten Typ, der hat geglaubt, im Studierzimmer von Goethe, da muss irgendwo, auch nach 70 Jahren, muss da noch so ein bisschen Schall da irgendwo noch sein. Wenn man nur ganz feine Geräte irgendwie hätte, dann müsste man da noch so von ihm da noch irgendwie eine Aufnahme eigentlich kriegen. Aber ich glaube, hat es irgendwie nicht, doch nicht geschafft. Noch sind die Geräte nicht fein genug. Vielleicht irgendwann noch. Ich habe zu Hause so ein Foto von Robert Musil zum Beispiel. Das sieht einfach so wahnsinnig intelligent aus. Das glaube ich, immer strahlt das Foto irgendwie so Intelligenz dann noch aus in den Raum. Herr Schenkler. Ja? Der Kollege Marc André, oder André, wie er sich nun nennt, der hat eine Oper geschrieben für die Staatsoper von Stuttgart. Und zur Anreicherung der elektronischen Beigabe des Tonsatzes der Staatsorchester in Stuttgart, die kommen ja aus der Gegendersprache, ja, ist er mit dem Tonmeister und dem Chefdramaturgen nach Israel gefahren, an den Jordan, um O-Ton vom Heiligen Geist aufzunehmen. Der Mossad wusste nicht, ob das mit Spionen zu tun hat oder mit Geisteskranken. Wer glaubt an den Heiligen Geist hier? Handzeichen. Wer glaubt an die Revolution? Ach komm, eine Person! Also ich muss ja auch. Ach komm. Aber also, der hat eine erlebt! Nächste Woche kommen alle nochmal, das müssen wir nochmal diskutieren. Ich muss Geld verdienen, also habe ich halt mein Geld verdient. 2000 Euro. Oh, schön. Ganz schön. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.